Mein Name ist Gita Gsell und ich bin hier am Zürcher Filmfestival eingeladen mit dem Film Beto. Auf die Plätze, fertig! Beto'nun notları çok iyi. Beto, bu gavur icadını öyle kullanıyor ki sanırsın kendisi bulmuş. Klasse Beste, obwohl die Hälfte von der Zeit schwänz ist. Bist in love, machst du rum nicht mehr. Beto liebt Mike, Mike liebt Beto. Die Eltern von Beto, türkischer Background, möchten aber Beto mit Seher verheiraten. Kim evleniyor ki? Sen nasıl böyle bir şey izin verirsin? Babanı sanki kendin mi seçtin? Ama bak, ne kadar mutluyuz bugün. Und dann wird es natürlich sehr dramatisch und es ist plötzlich eine Geschichte von drei jungen Menschen. Ben belki istemiyorum! Ya amca, bizim özgür bir hayat hakkımız yok mu? Die türkischen Einwanderer und natürlich auch die serbischen, kroatischen oder weiß ich was, also aus eher patriarchalischen Gesellschaften, haben einfach noch ganz andere Wertvorstellungen, vor allem wenn sie aus dem tiefen Landesinneren kommen, als wir hier in der Schweiz haben. Sie akzeptieren sehr oft unsere Werte nicht ganz oder müssen sich erst daran gewöhnen. In dieser Geschichte ist es die Homosexualität, die die Eltern einfach am Anfang überhaupt nicht verstehen können. Und ich fand es sehr wichtig, dieses Thema mal aufzugreifen. Wir haben in dieser Altersgruppe, das ist ja zwischen 18 und 25, haben wir eigentlich keine ausgebildeten türkischen Schauspieler hier in der Schweiz. Ich wollte unbedingt, dass es Schweizerdeutsch gesprochen wird. Und da haben wir mehrere Castings gemacht. Und die Hälfte der Bewerber, sobald sie gehört haben, dass sie einen schwulen jungen Mann spielen sollten, hat abgelehnt. Vor allem aus dem Grund, weil ihre Eltern das nicht akzeptieren würden. Weil sie Schwierigkeiten zu Hause bekommen würden. Glücklicherweise sind wir dann mit Burak Ates bei ihm gelandet und haben einen super Schauspieler mit ihm. Ich will weg von hier. Für uns alle war es glaub, wirklich unglaublich wichtig, hier eine Premiere zu haben. Weil wir haben den Film, es hat so lange gedauert, bis wir ihn finanziert haben. Dann konnten wir ihn endlich drehen und dann macht es Boom und fertig. Und dann die große Panik, jetzt haben wir einen Film und können ihn wirklich nirgends zeigen. Und es ist natürlich sensationell, dass hier das Festival mit Zuschauern läuft, dass wir hier die Premiere haben können, dass auch wirklich viele Zuschauer kommen und alles sehr gut aufgenommen wird und wir uns hier auch sehr aufgehoben fühlen.